So, da sind wir auch schon wieder. Und die Pause war gar nicht so lang. Jetzt fällt mir auch spontan wieder ein, was ich gemacht habe. Gar nicht so viel. Ich habe hier mal noch ein paar Chemiefabriken hingeklatscht. Natürlich hatte ich wieder keine Fließbänder, also mussten hier wieder die gelben ran. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier... Ich sag mal so, wir verbrauchen zwar jetzt ordentlich Petroleum, aber... Unsere Fabriken... Alter, krass. Das ist echt strange. Vor der Aufnahme haben die Ölraffinerien wunderbar gearbeitet. Es war von allem noch Platz da. Jetzt, wo ich Petroleum abbaue, ist Petroleum trotzdem voll. Ach, hier ist Leichtöl voll. Okay, jetzt spackt's am Leichtöl. Ich kann mal gucken. Leichtöl wird auch sofort umgebaut. Selbst das Rohr ist schon verstopft. Meine Güte. Warte mal. Das hier. Das ist Petroleum. Wird gepumpt wie irre. Also rein theoretisch könnte man sogar noch mehr Chemiefabriken hinsetzen. Um hier noch mehr Festbrennstoffe zu platschen. Ne? Also. Ich merke schon, ihr seid total begeistert. Hab an der Schiene lang. Was? Hab? Achso, ja. Ja, sorry, ich bin, beschäftigt. Oh Gott. Und deswegen weißt du ja immer, wie das ist, wenn ich beschäftigt bin. Ja, du ignorierst mich wie immer komplett durchgehend. Genau, ja. Was will ich auch nicht machen? Ich kann ihn aber irgendwo verstehen. Was? Ja, nachdem ich jetzt mit dir Napo ein bisschen gedisst habe, muss ich dich auch ein bisschen dissen. Ja. Gleiches Recht für alle. Alles gut. Ich glaube, ich muss mal ein paar Dinos umlegen, hä? Das macht er Tobi doch schon immer. Ja. Und Tobi den Tobi auch noch gedisst, jawohl. Jawohl. Ach ja, erinnere mich nicht daran. So. Was war's? Der Schien? Och, nicht nur. Ich meine, du warst nicht besser mit der Anzahl an Pferden, die du da schon geschnetzelt hast, sterben hey, lassen. Ich war blutiger Anfänger, ja. Mehr blutig wie Anfänger. Wie hat mein Chef immer gesagt, jetzt muss ich das überlegen, Scheiße, ich komme nicht auf den scheiß Spruch. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe? Unwissenheit schützt vor Strafe, nicht? Weißt du, der Spruch original? Ja, sag ich doch. So, hier bringen wir den Brennstoff weg und während wir das tun, komm, Lapo, bring uns zum Lachen. Bring euch zum Heulen, wenn du das meinst. Ja. Ja, gleich. Sehr bald. Warte, Nummer 3. Oh Gott. Ich trau's mich gar nicht vorzulesen. Nennt man einen tiefer gelegten Fisch? Ein Thunfisch. Oh Gott. Wobei, der war besser als die anderen. Ja. Etwas, ja. Aber hilft nicht. Ja, helfen tut nichts, nee. Also an dieser Stelle wieder vielen Dank, Panda, dafür, dass du den Doskias zum Fluchen bringst. Ach ja. So, wunderschön. Hier werden die Züge jetzt endlich betankt mit Festbrennstoffen. Ich weiß, für diejenigen, die es vielleicht auch schon aufgefallen ist, ist es mir vorhin auch schon aufgefallen, die Hälfte der Züge, die hier ankommen, die werden schon oben betankt. Das macht aber nichts. Ich find's trotzdem schön. Außerdem ist dieser Zug universell einsetzbar. Das heißt, an gewissen Stellen, wo wir es dringend nötig haben, können wir den da auch hinschicken. Und dann kümmert er sich drum. Und jetzt haben wir natürlich uns hier um den Zug nicht gekümmert und schon haben wir das Problem. Er fährt nicht mehr los. Das ist schlecht. Wir können aber sagen, warte mal, wir können ja sagen, er wartet ja hier bis leere Fracht, oder? Ja, die Beladung war, glaube ich, eher das Problem. Wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal von der Logik her. Er soll losfahren, wenn er leer ist. Oh, was ist Logik? Oder wir stellen mal auch kurz auf manuell. Oder frachttechnisch gesehen hat er Eisen.
kleiner 100 oder frachttechnisch gesehen hat der Kupfer kleiner 100. So, und das Problem war, glaube ich, eher, er wurde nicht vernünftig beladen und deswegen ist er hierher gefahren, immer mit unter 100 Kupfer und ist gleich wieder rausgefahren. Und jetzt müssen wir mal gucken, warum der so beschissen beladen wird. Hier heißt es nämlich Frachteisenplatten größer 1000 oder und. Das passt eigentlich. Ich verstehe nicht, warum der nicht sinnvoll betankt wurde. Wir gucken uns das jetzt mal an. Was da schief geht. Eigentlich war er richtig eingestellt, so wie das ist. Wenn ich was jetzt so drüber nachdenke. Was Deal? Was für ein Deal? Ich gebe dir keinen Deal. Vorsicht, Zug. Warum kommen denn hier keine Fließbänder an? So, jetzt passt es doch. Aha, okay. Ich weiß es. Ich würde sagen, da fehlt ein Hangar. Oh. Hangar kannst du dir gleich anfordern. Das ist nice. Fehlt nur noch eine Ressource. Was fehlt? Das ist nicht so nice. Ich muss mir jetzt gerade noch Zahnräder rauszwacken. Ich überlege nur gerade, weil die auf dem Rohrband mit drauf sind. Warum ist da Eisen auf dem Fließband von der Rohrschaft? Weil ich vergessen hatte, das Eisen über den Tunnel drüber zu tunneln und deswegen ist immer mal so ein bisschen was mit draufgelaufen. Habe ich aber schon behoben. Alles klar. Sollte eigentlich bald nicht mehr der Fall sein. Oh? Riep. Ach nee! Ach. Fickt euch, das ist... Wir müssen... Ja, irgendwas gegen den Strommast. Was haltet ihr davon, wenn wir uns jetzt drei Panzer schnappen und dieses Nest ausräuchern? Ich hab keinen. Ja, das ist nicht ganz so schlimm, das geht schnell. Nicht das Problem. Ja, lasst uns Panzer bauen. Wollt ihr mir einen mit? Ja. Braucht man dafür eine Fabrik? Ja, aber die Zuschauerfabrik ist gerade nicht da. Da kommt das nämlich hin. Ja. Ich brauche Stahl. Ich brauche erstmal vernünftig Stahl. Haben wir hier irgendwo Stahl in der Kiste bestimmt? Wie enttäuschend. Nee, auch nicht. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo einen Panzer in der Kiste. Ist mir egal. Warte mal, drück mal L. Panzer. Also wenn ich Panzer eingib, kommt nichts. Wahrscheinlich hast du deine Holzkiste irgendwo hingestellt. Oder eine Stahl. Zahnräder? Da, so. Hast du einen Panzerlappus? Sonst baue ich dir auch noch einen. Ja, brauchen wir auch mal einen, bitte. Gut. Ich habe drei Panzer gebaut. Der Kain hat hier oben sogar eine Tankstation gebaut. Mit Munition oder ohne? Rat mal. Ohne. Jo. Und ja, wir müssen alles zentral betanken, aber... Natürlich nicht alles, sondern nur immer einzelne Sachen und dann muss man immer durchs ganze Lager fahren. Also wenn ich eine Tankstation baue, dann baue ich da auch Munition hin, verdammte Scheiße. Also. Vor allem passt nur ein Panzer rein. Ach ja, und die Kohlekiste ist natürlich voll. Wie wär's denn, wenn wir einfach aus der Kohlekiste was rausholen? Mach ich schon. Und die Panzer so voll machen? Mach ich schon. Okay. So, und ich brauche jetzt noch. Wir brauchen noch Munition. Oh, wir haben den noch nie gezeigt, glaube ich. Die Panzertankstation? Nein. Noch was viel Schöneres. Warte mal, ich muss hier kurz was gucken. Ich muss was provisorisch bauen. Ich muss kurz überlegen. Wo ist es? Bei Munition theoretisch. Leichtöl, Schweröl. Ich habe hier nur Schweröl. Das heißt, ich müsste nach oben gehen. Der fährt da hoch, der fährt da hoch. Ach, kein einziger Zug fährt hierher. Ach so, fuck. Ich hab's Kupfer abgeklemmt. Guck mal her. Hast du Munition? Also Rosi? Ich mach mir Spezialmunition. Spezialmunition. Okay. Da baut sich ein Flammenwerferpanzer. Ja! Spoiler! Ja, das ist Lappo wieder typisch. Ja, super. Oh Mann. Weil ich intelligent bin, ist alles, was ich sage, gespoilert. Dein ganzes Leben ist ein Spoiler. Die Aussage macht jetzt überhaupt keinen Sinn.
Nur weil du es nicht verstehst. Ah ja, okay. Ich hab die Mauer falsch gebaut. Warte. Die Mauer muss weg. Ne, die Seite stimmt. So. Alter, die Anlage frisst hier wie Sau. Vielleicht haben wir hier auch ein bisschen übertrieben. So. Mittlerweile müsste doch hier Petroleum rausgehen wie sonst was, oder? Ja, Petroleum wird auch weniger. Leichtöl ist überfüllt. Die Leichtölpumpe läuft. Aber das Problem ist aber, dass hier nichts abgepumpt wird, weil das ganze Leichtöl hier noch, das ganze Petroleum wird erstmal hier rausgepumpt. Und solange die Pumpe aus ist, und die Pumpe ist erst an, wenn kleiner 150.000. Wie viel haben wir denn hier? 56. Vielleicht erhöhen wir den Wert auf 60.000. Komm, scheiß drauf. Zack. Pumpe geht an. Dadurch wird der ganze Scheiß hier erstmal rausgepumpt. Und Leichtöl kann hier wieder reingepumpt werden. Oh, das ging aber schnell. Das ging aber schnell vollgepumpt. Okay. Shit, ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen Brennstoff hier krieg. Das Problem ist halt auch, dass der Greifarm die Kohle in den Panzerkofferraum haut und nicht nur in die Panzerbrennstoffzellen. Echt? Ja. Das ist ziemlich dämlich. Ja. Also der Panzer ist gleich voll mit Kohle. Außer ich drehe den Greifarm. Ja, dreh mal den Greifarm bitte, also. Ja. Das muss ja nicht sein. Ach scheiße, jetzt brauchen wir hier Stahl auch noch. Okay. Kommt in der Anbieterkiste hin. So. Und ein bisschen Strom. Oh, die erste Flammenwerfermunition wird gebaut. Zack. Oh, Holzstrommasten. Da kann ich gleich mal drüber fahren, ey. Alter, Mann! Das Schöne dabei ist, wir verbrauchen Leichtöl. Man kann mal gucken, Schwerölzug, das wäre ja der hier. Das Gute ist, wir kriegen gar kein Schwerölzeichen, weil wir noch genug Schweröl haben hier. Beziehungsweise, wir verbrauchen eigentlich so gut wie kein Schmiermittel. Was daran liegt, dass wir noch keine blauen Fließbänder haben. Und die Motoren hier unten, ja, die langweilen sich zu Tode, glaube ich. Ach, du brauchst Motoren für die Flammenwerfertürme? Ja. Ach so, quasi als Pumpe zum Brennstoff. Jupp. Ja. Hm. Sozusagen. Immer diese Logik. Schrecklich. So. Allerdings kommen da zu wenig Zahnräder. Ich habe schon eine Fabrik extra dazu geflackt, aber mehr Platz ist da nicht. So, reicht mir. Zum Testen, um zum Demonstrieren, um euch zu zeigen, wie cool doch der Panzer ist. Oh je. So, kommt ihr alle zu den Panzern? Ich stehe doch hier nicht oben am Tor, also. Was? Nix was? Wie bitte? An welchem Tor? Bitte helfen schon, ja. Ach, du stehst an dem Tor da oben. Ja, du wolltest doch zu den Aliens hier hoch, oder? Ja, ja, klar, klar. Oh Gott, ja, das will ja. Der Panzer ist ja wirklich voll mit Kohle. Oh yeah. So. Aber wir kommen genau rechtzeitig zur nächsten Welle. Cool, hast du die Munition mitgebracht? Ah, ups. Ja, ohne Munition wird das nämlich nichts. Man möchte mal einmal zu was vorbereiten und dann ist nichts vorbereitet. Mensch, einmal mit Profis arbeiten. Ey, was erwartest du also bitte? Achso, stimmt, ich spiele mit euch. Wird auch noch frech in der dritten Folge. Also jetzt wird's langsam echt kriminell. Also
Wir brauchen wohl neuen Ersatz, hä? Ein ja, Ersatz für den Ersatz? Und wir brauchen grüne Kabel. Warum sind... Habt ihr grüne Kabel dabei? Aber ich habe grüne Kabel. Warum ist hier rot abge... Labo, hast du aus irgendeinem Grund das Fließ, den Fließbandtunnel gedreht für die Fließbänder? Nee. Der Tunnel ist nämlich falsch rum und die Fließbänder kriegen keine Schaltkreise mehr. Also ich drehe den jetzt mal wieder zurück. Soll ich die Fließbänder drehen? Du, keine Ahnung. Warum fliegen hier so viele Drohnen rum mit Motoren? Ich weiß. Ich brauche Platz im Inventar. Ah ja, macht Sinn. Wieso sind da zwei? Achso, das ist nur einer. Okay. Wieso hast du jetzt rot? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was? Wer hat rot? Der Zug hat rot. Welcher denn? Ach, da ist schon wieder der Mast kaputt. Ugh. Wie der Zug hat rot. Der bestimmt rot. Nee, weil oben blockiert ist. Und warum ist oben blockiert? Weil ein Eisenzug beladen wird und der andere Eisenzug dahinter steht und danach kommt kein Signal mehr. Aha. Ja, ich suche hier auch schon vergeblich Signale. So, einmal die Munition rein. Ja, mir brauchst keine Munition geben. Gib dein Panzer Munition. Ach so? Ich hab Munition. Sag das doch. So. Cheerio, auf geht's. Mal gespannt, wie gut der Cody als Panzerfahrer ist. Wenn der Brems und der der Bremsweg und die Beschleunigung ein bisschen realistischer wären, dann würde ich auch besser Panzer fahren. Allgemein, die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Aber ich finde es beim Karren ist es noch viel schlimmer. Ja. Also der ist ja fast unsteuerbar, meiner Meinung nach. Apropos, ich hab's. Das ist ein gutes Stichwort. Ich hab's natürlich nicht vergessen, eure Idee mit der Rennstrecke und dem ganzen Kram. Aber. Wow. Hoppla. Am besten kommt jetzt noch ein Zug von unten, dann war's das hier. Lappo hat nichts gesehen. Doch. Wo ist der Cody? Der kommt. Vorsicht, Cody, ein Zug kommt auf den Gleisen. Okay. Oh, ups. Scheiße. Oh, was hat er da umgefahren? Einen großen Strommasten. Oh. Aber den kannst du da liegen lassen. Der ist unwichtig. Ja, ich seh's grad. Hey. Lappo. Das war keine Absicht. Aha. Ich wollte ein paar Wheelies machen. Ich guck mal auf die Karte und gib Cody Bescheid, ob ein Zug von unten kommt, wenn er durchs große Tor fährt. Also die Luft wäre jetzt rein, um durchzufahren. Dann versuchen wir das. Mhm. Ja, wie gesagt, versuchen. Ja, die Geschwindigkeit ist natürlich ein bisschen langsam. Gut formuliert. Du hast echt Schwein, dass gerade nichts kommt. Hey, ihr habt doch auf mich aufgepasst, oder nicht? So. Leg mal los. Oh, die Reichweite ist ja ein Traum. Ja, der Flammenwerfer vom Panzer ist kacke. Naja, durch meine Forschung macht er jetzt nicht wenig Schaden, ne? Ja, schade schon, aber die Reichweite ist kacke. Ey, Lappo! Sorry. Das ging doch jetzt ganz gut und schnell eigentlich. Gleich hoch, links, oder? Die andere Basis. Ah, ich bin immer noch gewohnt, mit Q die Waffe zu wechseln. Ey, was soll das? Alter, willst du mich verarschen? Da gibt's doch Reparaturdrohnen, oder? Gibt's? Ja, guck, alles cool. Man soll natürlich den Strommasten noch setzen. Ja, der war natürlich nicht wichtig, also Da links spawnt auch gerade was. Das können wir uns auch mal angucken. Da spawnt nix, da ist man... da oben im Eck steht da. Hä? Willst du jetzt echt zu deinem da oben im Eck fahren? Ist es da oben im Eck? Ja, guck halt nach. Ja, da oben im Eck.
Ja. Oh Gott, immer diese Anfänger. Oh Gott. Ih, im Wald. Einmal klar durch. Hier stehen Kisten. Hier stehen Stahlkisten. Wieso Stahl? Nein, war gar nicht. Ja, die Granaten machen echt auch keinen Schaden. Okay. Fackel mal alles ab hier. Ja. Yeah. Okay. Es geht doch nichts darüber, Gebäude zu überfahren. Ja, das stimmt so. So, easy going, würde ich sagen, zu dritt hier. Sehr schön. Dann haben wir hier erstmal eine Weile Ruhe, glaube ich. Dreifache Feuerkraft, dreifacher Spaß. Ja. Sollen wir noch nach oben rechts? Andere Leute, die normalerweise mitspielen, hätten erstmal eine Schaltung bauen müssen, dass der Panzer funktioniert. Oh Gott. Ja, wer nicht da ist, wird gedisst. Und zwar hammerhart. Das werde ich jetzt beibehalten, glaube ich. Das finde ich viel besser als Flachwitze. Oh Cody, ich habe übrigens eine Idee, was wir noch bauen könnten. Sag an. Panzermunition. Panzermunition? Ja, die fällt mir auch noch. Ich liebe es. Ich habe noch nie mit der Uranpanzermunition geschossen. Die ist geil. Das glaube ich. Ja, die haut rein. Hey, Spoilermann. Du darfst mal gar nichts sagen. Das habe ich ja hart gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das finde ich schön. Man muss halt auch mal ein bisschen kreativ sein, ne? Ah. Wir müssen uns besser absprechen, Kuli, glaube ich. Oh, ja, der Lapo! Da geht er down, der Lapo! Nein, der geht nicht down. Jetzt macht das sich durch die Bäume noch kaputt. Nee. Der geht immer weiter kaputt, wenn du über Bäume fährst, wenn du einmal über den Baum gefahren bist. Ach echt? Also wenn du schon einen Schaden von dem Baum hast, ja. Habe ich festgestellt. Ist, okay. Ist mega cool. Ach komm. Doch, wollen wir hier oben eigentlich mal Materialien ranbringen, dass es mal aufhört zu blinken? Ja. Ich fahr noch kurz hier hoch. Ding, das ist dein Netz. Ja, ich wollte mich eigentlich kurz reparieren, dass es bringen hier runter. Ich hätte dich reparieren können. Dann müsste ich hier. Ja. Danke, aber wenn auch vorher noch mobile Drohnenhangare bauen können. Ich glaube, das. Ich habe noch nicht mal eine Rüstung. Ja. Brauchst du ja nicht, hockst den Panzer. So, ja, ich kümmere mich jetzt um die Basis da oben. Cody kann mir helfen mit der Verteidigung hier, dass der mal die Schnapsverteidigung hier voll fertig baut. Und ich kümmere mich mit dem ganzen Betonkram hier. Und Lappo, du kannst die Forschung mal machen. Oder erst Panzermunition? Was? Erst Verteidigung. Okay. Also ich baue jetzt Forschung weiter, ja. Ja, du baust die Forschung weiter, genau. Ja. So, ich lasse meinen Panzer hier. Ich habe auch gerade überlegt, eigentlich könnte ich mit dem Zug runterfahren, das geht wesentlich schneller. Ja, also ein Zug wäre gerade da, nur so zur Info. Ich ja, deswegen, auch noch warten. Ja. Ah! Okay, mein Panzer hat... Ich habe zu wenig Platz im Inventar. Ich will da einfach eine Lagerkiste hin. Oh Gott. Mach das mal so. Nein, stopp. Oh. Ich bin wie Indiana Jones, hast du gesehen? Ja, zwischen dem Waggon durch. Ja. Und nicht gestorben. Und ich hab's nicht gesehen. Aber ich bin im falschen Wagen. Hier ist Eisenerz und keine Schlangen drin. Ich erinnere dich daran, wie du mal aus dem Zug raus bist und von der anderen Seite den Zug kam. Ja, es macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn, dass der nach links aussteigt. Ich feiere das immer noch. Kann ich ehrlich sagen, oder? Ich feiere das immer noch, weil es sah zu ulkig aus. Also, wenn ich Lokführer wäre, dann würde ich generell auf der Seite aussteigen, auf der kein Gegenverkehr kommt. Und das ist nun mal in Factorio, ist es nun mal die rechte Seite. Oh, ich bin schon wieder voll. kurz vorm Ziel beinahe noch von einem Zug gerammt worden. Eieiei. Oh. Ach, da ist eine Kiste, da kann ich noch Sachen reintun. Hier fehlt noch
Turm. Und für Turm fehlt noch oben Kupfer, unten Eisen, ja. Ich packe jetzt die ganzen Blaupausen da rein. Scheiß drauf. So. Da war ich krass. Da war ich. Warte mal. Das kann auch weg. Natürlich. Das kann weg. So. Können wir das da unten hinpacken. Dann haben wir nochmal Platz für zwei von denen hier. Ach komm, so viel Zeug habe ich doch gar nicht in da. So. Also, wo kommen die ganzen unterirdischen Rohre her? Alter. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht so sagen. Also, ne? Vor allem, wie viele das sind. Die bauen wir doch in der Zuschauerfabrik. Sind die limitiert? In der Fabrik? Ja. Ja, eigentlich ja, ja. Eigentlich ja, ja. Okay. Eigentlich schon, ja. Wie war das mit dem Wort eigentlich? Was hab ich dir gesagt? Ach ja. Das kennt Lappo noch nicht. Der hat mich auf. So. Also das sind das mit den Bienen und den Blumen und wenn die da hinfliegen, dann... Eigentlich verstehe ich das jetzt... nett. Dein Problem. Eigentlich war da auch kein eigentlich drin. Was? Eigentlich war da kein eigentlich drin. Oh Gott. Ich geb's auf. So, ich glaube, dass... Aufgeben ist langweilig. Gut, ich kann dich abholen, ne? Ich wollte mir gerade einen Zug packen. Du wolltest ja einen Zug packen. Ja. Also packen im Sinne von voll machen und hochfahren. Ich packe meinen Zug und nehme mit. Ah ja, okay. Einverstanden. Hier gibt's doch dieweil irgendwo Bauzüge. Die kann man auch nehmen, bevor du dir neue baust. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich nehme den Munitionszug, der hier steht. Ach so, und dann fährst du mal runter. Dann bringe ich gleich Munition da hoch und hab mein Zeug. Ja, der Zug fährt aber nur hoch, wenn er angefordert wird oben. Das ist dir klar. Dann müssen wir da halt irgendwas machen, dass er angefordert wird. Mm. Oder ich fahr manuell. Nee, du fährst mir nicht manuell. Was? Das traue ich dir nicht zu. Dann halt eben nett. Einmal Spaß für die Zuschauer und du willst es nicht gönnen. Guck mal, ich hab doch hier einen Bauzug. Hier, den können wir nehmen. Gut, dann packe ich halt wieder aus. Nicht gönnen. So. Ich pack meinen Panzer ins Logistiksystem. Ja, mach das. Ja, da ist ein Bauzug. Okay. Ja, das ist mein Bauzug. Kurz den richtigen Bahnhof noch daneben. So, jetzt gibt's schon wieder graue Fläschchen. Oh. Rein theoretisch. Also wenn das Kupfer hier ankommt, dann auf jeden Fall. Warte mal, fehlt da nicht. Nö. Brauch ich mal irgendwas? Ich weiß nicht. Ja, ein bisschen. Bisschen was zum Reparieren kann ich mit hochnehmen. Mauern vielleicht noch? Hab ich glaube ich noch auf der Tasche. Achso, das hier haben wir, wenn du kurz M drücken willst und mal gucken möchtest. Wo denn? Forschung. Bei mir. Ja, bin schon da. Ja, ja. Ich hab das System noch ein bisschen überarbeitet und zwar geben jetzt rote Greifarme normalerweise nur aus, wenn die Gefahr besteht, dass die zu langsam werden, um was aufzunehmen. Ich weiß gerade nicht, von was du redest. Guck dir mal die Fabrik an. Ja, welche genau? Die Tonfabrik. Die Tonfabrik. Ja, die braucht ja ziemlich viel Eisen. Ja. Ja, und normalerweise hätte ich das so gebaut, dass die eins weiter zusammen ist. Ja. Und dann hätte jeweils auf der einen Seite hätten dann aber rote Greifarme abnehmen müssen. Und jetzt habe ich das so gemacht, dass der Splitter das aufteilt und die roten Greifarme geben so, jetzt Türchen ab. Ja, ja, ja. Gib mal Gas. Das ist gut. Was? Ja, ja, ja. Hier ist ein Stress hier. Dankeschön. Nee, das ist gut. Das ist sehr gut.
So, dann fahren wir da hoch. Oh, Performance. Schön stabil bleiben. So, und ja. So, hier läuft's auf jeden Fall. Das ist eng. Gut. Was macht hier die Produktion von Schweröl? Ja, das ist immer noch kacke. Wir sehen es hier. Oh je. So. Ach Mist, sind hier eigentlich Drohnen? Da sind wir. Ja, wir haben hier Drohnen. Ungefähr 154 Konstruktionsroboter haben wir hier. Oh, dann ist schon gut. Perfekt. Ah ja, mit Blau reicht es dann. So. Ach, jetzt habe ich Lampen vergessen. Dreck. Ach nee, halt. Habe ich da. Haha. Hahaha. Irgendwo fehlt noch ein Mast, keine Ahnung. Und irgendwo fehlt so ein scheiß blaues Fließband. Wieso ruckelt das jetzt bei mir? Weiß ich nicht. Das ist einmal hier. Ach, sogar, hier. Ja. Hä? Da oben? Okay. Jetzt fehlt nur noch hier ein Mast. Ach so. Okay. Wenn du aus irgendwelchen Gründen, Cody, Logistikdrohnen brauchst und hier hat's welche drin, warum auch immer. Keine Ahnung. Ja, aber ich jetzt gerade nicht genau wofür. Okay. Also, nee, nicht ganz oben. Ganz oben habe ich keinen reingeschluckt. Nee, die Kiste ist von... Oh. Ja. Genau. oben links kariös. Ja, Markus, ich hoffe, du hörst uns. Du bist selber schuld, ja. Dass du heute die ganze Zeit geflamed wirst. Und du auch schnappst. Ich hab's nicht anders verdient. Ihr seid nicht da. So, ich fahr mal wieder zurück. Hast du alles? Brauchst du noch was? Kann ich schreien, wenn ich was brauch? Definitiv ja. Ich pack dir das in den Zug rein und schicken dann einfach wieder hier hoch. Du darfst also auch alle so sein wie in dem linken Bereich da davon, ne? Einfach Schnapsmauer nachbauen. Okay. Das krieg ich, glaube ich, noch hin. Er hat, glaube ich, keinen Blueprint gemacht. Weiß Gott gar nicht. Keinen öffentlichen. Nee. Ich habe einen. Nee. Weiß schon. Blueprints ziehen bin ich schnell. Ah ja, das glaube ich ja. Ja, ich habe eine Basis mit was? 4000 Konstruktionsdrohnen irgendwo auf meinem Speicherspiel. Oh je. So. Mann, der Bauzug, der nervt da. Den tun wir mal hier weg. Den können wir ja wieder an unsere alte Position hinschieben. Zack. So. Da können sie warten. Und jetzt gucken wir mal, in welcherlei Hinsicht wir noch etwas optimieren können in der Basis. Aber das wird schon langsam echt schwer, hier was zu optimieren. Es läuft alles. Okay, Steini Stein. Ja, wir wollten ja, ich glaube, das wird unser nächstes größeres Projekt, während Cody nämlich da jetzt die Basis voll ausbaut, der gute Lappo hier die Forschung in Lila kriegt, dass wir endlich die Ölforschung aktivieren können. Wenn wir das beides erledigt haben, würde ich sagen, können wir zu dritt da oben über Cody rechts, wie Lappo schon vorgeschlagen hat, die zwei Steinfelder einnehmen, das Eisenfeld einnehmen, da auch nochmal eine etwas größere Mauer ziehen. Gottes Willen, wir bauen immer so Riesenbasen, das ist furchtbar. Vielleicht bauen wir auch drei kleine Basen, vielleicht macht das auch Sinn, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, das alles und noch viel mehr, dann einfach... In der nächsten Folge, genau. Wir machen hier einen größeren Cut und... Wir sehen uns wieder. Versprochen. Ciao.